Hi und herzlich willkommen. Ja, jetzt wundern sich wahrscheinlich einige, aber ich hatte heute den Impuls, einfach mal ein Orakel auf den Tisch zu legen, themenunabhängig. Ich möchte einfach mal gucken, was ist gerade wichtig für dich. Du guckst, ob du mit dem, was ich erzähle, in irgendeiner Art und Weise in Resonanz gehen kannst, möchtest oder willst. Ja, und ich möchte jetzt einfach mal wissen, was ist so das Stichwort hier für mein Kollektiv? Nebenbei, nicht nebenbei, ich möchte mich an dieser Stelle auch ganz herzlich mal für all die bedanken, die mir so treu zur Seite stehen, für all die, die mir ein Abo schenken, die ja, meine Videos liken, ist alles was, was meine Arbeit hier auf YouTube unterstützt. Und ich auf die Art und Weise diese kostenlosen Legungen eben auch anbieten kann. Und wir möchten jetzt einfach mal wissen, Spirit. Was ist denn hier die erste Überschrift, die fallen möchten? Welche fallen möchte? Welche Themen sind gerade interessant, mal unter die Lupe genommen zu werden? Zweifel. Ich löse mich von dem Bedürfnis, über alles genau Bescheid wissen zu müssen. Ja, ich weiß nicht, ob du diese Nachbarn kennst. Ich hatte solche Nachbarn in der Kindheit, die saßen die ganze Zeit hinter der Gardine und guckten, was die Leute so trieben, die da über die Straße gingen. Ich bin auf einem Dorf groß geworden, da gab es nicht so viel zu sehen und trotzdem war es wichtig, über alles genau Bescheid wissen zu müssen, denn was man dann wusste, konnte man jemand anderem auch wieder weitererzählen. Dann hatte man ein Thema. Ja, ist es wirklich so wichtig, über alles genau Bescheid wissen zu müssen, oder reicht es vollkommen, wenn du über dich und dein Leben vollkommen Bescheid weißt? Da rennen nämlich gerne manche Menschen vor sich selber weg. Und ich kann nur empfehlen, ja, kehr vor der eigenen Haustüre, da hast du in der Regel genug zu tun. Betreib mal ein bisschen Innenschau, beschäftige dich mit deinem inneren Kind. Da werden häufig noch Baustellen zu finden sein. Ja, löse dich von dem Bedürfnis, über alles genau Bescheid wissen zu müssen. Du hast genug zu tun, wenn du über dich genauestens Bescheid weißt und hast du keine Themen, über die du dich dann sonst unterhalten kannst. Dann werden häufig dritte, vierte und fünfte jo, zum Mittelpunkt macht, das ist ja was, was gerne gehandhabt wird, über andere Leute zu reden. Ich weiß nicht, das möchte ich hier auf dem Tisch. Darfst du einfach nochmal überlegen, wie du das so handhabst. Der zweite Punkt ist die Beharrlichkeit. Ich weiß, dass ich alles umsetzen kann, was ich mir vornehme. Ja, und ich weiß, dass im Kollektiv einige sind, die mit ihrem Job überhaupt nicht zufrieden sind und denken, weil sie den mit 18 oder so mal irgendwann gelernt haben, die müssen den durchziehen bis zur Rente. Habe ich eben mit meinem Sohn noch drüber gesprochen. Er meinte, im Grunde müsste man alle 5 Jahre was Neues ausprobieren. Der ist gerade ziemlich erfolgreich in seinem Job, aber er weiß jetzt schon, dass er den auch nicht machen wird, bis er 35 ist oder so. Was du verändern möchtest, kannst du verändern, wenn du denn willst, wenn du ein Ziel verfolgst. Denn natürlich nicht weißt, in welche Richtung es soll, ist das schwierig mit der Veränderung. Dann probierst du vielleicht einfach was aus, was aber dann auch nicht unbedingt von innen heraus geschieht. Mach dir Gedanken. Ne? Entweder fliegt es dir an als Geistesblitz oder aber es hilft dir schon mal, wenn du ein bisschen dich in die Stille versenkst. Mal zurückgehst in deine Kindheit. Was habe ich früher gerne gemacht? Woraus könnte ich, aus welchem Potenzial könnte ich vielleicht schöpfen? Was möchte ich überhaupt? Was nehme ich mir denn vor? Nehme ich mir was vor oder lasse ich mich einfach treiben? Auch eine Möglichkeit. Um was geht's noch hier für mein Kollektiv? Jetzt haben wir hier den Kandelaberkaktus. Wer meine Liebesbotschaften schon mal guckt, ne? Dieses Pflänzchen springt doch gerne mal für den Otto raus. Die möchte sich heute hier an dieser Stelle zeigen. Es geht um Einfallsreichtum. Also du bist jemand, der echt geniale Ideen hat.
die auch immer mal wieder aufploppen, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, es ja, hapert manchmal an der Umsetzung. Nur über Dinge zu reden, bringt nicht weiter. Ich weiß, ich habe so eine Schwägerin und so einen Schwager. Ihr kennt sie ja nicht, deshalb kann ich ja da mal kurz drüber reden. Die planen seit, och, bestimmt 10, 15 Jahren, sich ein Hotel zu kaufen. Ja, Pustekuchen, nichts ist gewesen. Also er geht jetzt bald in Rente. Was soll ich sagen? Nur über Dinge zu reden und zu träumen ist eine schöne Sache, aber in meinen Augen auch oft verpuffte und ja, verpuffte Energie. Ich bin immer eher jemand, der gerne Taten sieht, aber auch das handhabt bitte jeder so, wie er das für sich handhaben möchte. Die Karte sagt ja einfach nur, du hast genialste Ideen, was ist mit der Umsetzung? Gut, ich nehme mal eine Tarotkarte dazu, die mir jetzt so erzählen möchte, wie du denn energetisch gerade tickst. Manche haben sich von ihren alten Verletzungen noch nicht befreit, gehen vielleicht dann jetzt auch durch eine Phase, die nicht so himmelhochjauchzend ist. Ja, ist gut, wenn du dafür jemanden hast, dem du die Schuld dafür geben kannst. Haha, das ist so das gängige Muster, das halt eben gefahren wird. Wenn ich Liebeskummer habe, wenn mich jemand anders enttäuscht, dann ist er es gewesen. Dann kann ich mich über ihn aufregen, statt doch mal dann Innenschau zu betreiben und mal zu gucken, wo kommt dieser Schmerz denn her? Denn egal, ne, wenn du dein Elternthema zum Beispiel nicht gelöst hast, dann wird jeder, der da eine Beziehung mit dir führen möchte, dir die Themen aus der Kindheit wieder und wieder und wieder vor die Füße werfen. Und ich kann dir da einfach nur ans Herz legen, geh in die Tiefe, ne? Ganz runter, ganz tief runter in den Brunnen und mal auf den Grund, um zu gucken, wo ist da überall noch Schlamm zu finden und was beschwert mich. Ist immer einfacher, sich über andere zu beschweren, aber wichtig ist einfach zu gucken, was beschwert mich und dann da aufzuräumen. Ich sage es immer wieder, mir haben da Hypnosen und Meditationen geholfen und meine Hunderunden. Also ich bin niemand, der Stunden am Tag meditiert, aber so abends im Bett beim Einschlafen tut mir das nicht weh. Und also die Hypnosen zumindest gehen dann tief in mein Unterbewusstsein und die Geistesblitze kommen dann zur richtigen Zeit. Na. Ich kann es euch nur empfehlen, umsetzen. Darf das jeder so, wie er will. Dein inneres Kind sagt dir heute dieses. Mein inneres Kind stärkt mein Körperbewusstsein. Ich wende mich jetzt meinem Körper zu. In ihm wohne ich und nur durch ihn kann ich Erfahrungen sammeln. Ich habe mich daran gewöhnt, seine Bedürfnisse zu unterdrücken, aber mein inneres Kind fordert mich auf, ihm mehr Aufmerksamkeit zu schenken und zu hören, was es braucht. Die Schönheit meines Körpers erfüllt mich mit Zufriedenheit, Dankbarkeit und Freude. Ja, und dein Körper ist dein Kompass. Habe ich auch schon hoch und runter gebetet. Dein Körper ist dein Kompass. Aber unsere Gesellschaft, die sagt, wenn dein Körper nicht funktioniert, gehst du bitte trotzdem arbeiten. Hau dir eine Pille rein, dann wird es schon werden. Nein, dein Körper ist dein Kompass. Und du kannst viele Dinge auch in dir heilen. Diese Energie, ja. Diesen Schalter, diese Energie für dich anzuwenden, den darf man finden. Das dauert ein bisschen, aber auch hier, ne, gibt es viele Menschen, die dich da unterstützen können. Aber letzten Endes bist du dein Heiler. Und ja, auf welche Art und Weise bestimmst du auch selber. Es ist natürlich am einfachsten, dir irgendwas reinzupfeifen. Wenn es denn hilft, ist ja gut. Aber ja, einfach mal überlegen, wo du dir selber gut tun kannst, auch auf körperliche Art und Weise. Weil im Grunde, wenn dein Körper sich nicht wirklich fluffig anfühlt, ist in dir noch irgendein Widerstand. Und dann kommen wir schon wieder zurück auf den alten Schmerz. Gut, wir machen eine Neunerlegung und dann würde ich sagen, war das das Wort zum Montag. Die Liebesbotschaft, die kommt wie gewohnt um 19 Uhr.
Also wer Bock hat, herzlich gerne. Ja, was haben wir denn jetzt hier? Deine Kommunikation. Da ich wusste, dass die Lupe kommt. Ich hatte den Gedanken schon im Kopf. Achte mal auf deine Kommunikation. Meine Kommunikation ist auch noch fernab von perfekt. Vielleicht ist es so, dass du mit dem, was du sagst, manchmal schon einen Abschluss in ein Gespräch bringst, weil du vielleicht erwartest, dass der andere gerade keinen Bock hat, mit dir zu reden. Passiert mir ganz häufig, wenn mich jemand anfunkt und es geht dann so ein bisschen hin und her, dann erspüre ich, dass das Gegenüber denkt, ha, jetzt will ich Zerpunzel aber nicht zulabern, und ja, da kommt die Verabschiedung schon um die Ecke. Also wenn ich das Empfinden habe, dann endet die Audio meistens mit: Naja, jetzt will ich dir aber auch nicht länger auf die Nerven gehen. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ja, das sind Momente, in der Regel antworte ich dann auch nicht mehr. Weil, wenn es klar ist, dass das Gespräch vorbei ist, warum soll ich mir die Mühe machen? Ein Beispiel nur, ne? Und diese Beispiele, da könnte ich dir 100.000 nennen. Kommunikation ist eine wichtige Sache zwischen Menschen. Und da wir jetzt in dieser modernen Welt leben, gibt es ja auch noch die Kommunikation über WhatsApp, SMS und so weiter und so fort. Das heißt, es werden auch viele Buchstaben getippt. Diese Buchstaben, die kann man aber auch so und so und so deuten. Da habe ich manchmal meine Schwierigkeiten, wenn jemand um die Ecke kommt, den ich zum Beispiel noch überhaupt nicht kenne und der mir da halt zum Beispiel schreibt: Bitte, 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 Zerpunzel, machst du mir bitte eine Legung? Da kommt bei mir so ein bisschen Druck um die Ecke, obwohl es vielleicht gar nicht so gemeint war, aber so: Bitte, 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 bitte. Ne? Also würde das jemand sagen, da wüsste ich direkt besser, damit umzugehen. Und ich denke, so geht es euch, so geht es auch den Menschen, mit denen ihr zu tun habt. Die Aufforderung: Lupe ansetzen und für Klarheit in der Kommunikation sorgen. Auf der Herzensebene, was darf da bearbeitet werden? Raus aus dem Mangeldenken, wenn du in die Wunscherfüllung kommen möchtest, wenn du wirklich ein Ziel hast, das du verfolgst, egal, ne, um was es da geht, ist es ja nicht unbedingt ratsam. Ja, dran zu zweifeln, dass dieser Wunsch überhaupt in Erfüllung geht, ist auch nicht ratsam, im Mangeldenken zu sein, dass man denkt, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schön genug, ich bin zu dick, ich bin zu dünn, ich bin zu groß, ich bin zu klein. Ne? Bist wie du bist und genauso bist du gut. Achte mehr auf deine Gefühle und versuche so im Alltag den Kopf nur regieren zu lassen, wenn du rechnen musst und wenn es wichtig ist. Wenn du auf dein Gespür achtest, dann wird doch niemand in dein Feld kommen, der da nichts zu suchen hat. Und du hast ein altes Wissen, du hast aber eben auch noch Ängste und diese Ängste darfst du hinter dir lassen. Heute ist ein guter Tag, das Feld mal zu klären. Sollte es einen Mann in deinem Leben geben, was ist denn dann mit dem? Benutze auch da deine Intuition und spring über deine Ängste. Und immer wichtig, wenn es jemand ist, der dir wichtig ist, dann mach dir eine schöne Zeit mit ihm und geh mit ihm in die Leichtigkeit, in den Spielmodus. Na, ich sag immer Pippi Langstrumpf und Michel aus Lönneberger, dann habt ihr es echt nett miteinander und mehr ist auch nicht zu sagen an dieser Stelle. Ich möchte dir noch einen Erzengel mit auf den Weg geben. Liebevolle Fürsorge. Da ist der Gabriel rausgehüpft und der sagt: Indem du dein Kind liebevoll umsorgst, tust du dasselbe auch für dein eigenes inneres Kind. Beides ist für dich in dieser Zeit von großer Wichtigkeit. Ja, und so ist das auch, was du in deinen Kindern heilst, das heilst du auch in dir. Ja, ich weiß, dass viele mit ihren Kindern nicht zusammenleben. Da wiederholt sich die Geschichte dann häufig. Das ist für die Kinder schade.
Weil grundsätzlich bist du aufgefordert, es besser zu machen, als du es selbst erlebt hast. Und indem du an deinen Kindern was in die Heilung bringst, bringst du es für dich selber in die Heilung. Ich lasse es mal so stehen, ihr Lieben. Bedanke mich bei allen fürs Zuschauen. Ja, und gern bis zum nächsten Mal. Bis dann.